Ja, über 2000 Menschen haben am letzten Wochenende die Einweihung der Brühler Festhalle miterlebt und mitgestaltet. Denn wir hatten ja viele Vereine und Gruppen aufgefordert, hier am Sonntag beim Tag der offenen Tür, wo etwa 1500 Menschen hier waren, eben mitzugestalten auf der Bühne, auf der neu gestalteten Bühne. Und sie haben sich alle überwiegend sehr positiv über unsere Halle geäußert. Und nun ist es an den Vereinen und an der Gemeinde Brühl auch, diese Kulturstätte zu beleben und mit Veranstaltungen und auch Firmen-Events eben auch zu gestalten. Deswegen lade ich alle ein, hier nicht nur die Veranstaltung zu besuchen, sondern sich auch zu überlegen, ob sie nicht einmal eine eigene Veranstaltung hier in der Festhalle gestalten möchten. Mit der Festhalle sind wir hier mitten im Ortskern von Brühl und genau hier wurde auch schon vor vielen hundert Jahren gefeiert, denn der Ursprung dieser Festhalle ist das Lokal zum Ochsen, das schon seit fast 300 Jahren hier im Ortskern besteht. Und wir haben daran angeknüpft, haben in den 60er Jahren erstmals diesen Festsaal gebaut und darüber hinaus, 1983, haben wir ihn saniert und nun ganz modern gestaltet. Und doch haben wir eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, hier im Ortskern zu bleiben und nicht etwa auf der grünen Wiese einen Neubau zu errichten, sondern wir sagen, wir müssen das Leben im Ortskern eben gestalten und hier die Lebendigkeit des Ortskerns weiter fördern. Und hier haben wir ein altes Gebäude, eine Bausubstanz, die wie gesagt schon mehrere hundert Jahre alt ist, haben wir saniert und den modernen Erfordernissen angepasst. Und das zeigt natürlich auch, dass es nicht ganz einfach ist. Wir haben zum Beispiel in der Festhalle einen Absatz mitten im Saal, der natürlich auch als kleine Stolperfalle schon gewirkt hat, erhalten müssen, denn es war dies der Keller des Altbaus. Und daran erkennt man, wie schwierig es ist, einen solchen Altbau einfach zu erhalten und zu pflegen. Und wenn man uns sagt, man müsse mehr Altbauten in Brühl erhalten, dann muss man darauf gleich antworten, dass das auch sehr viel Geld kostet. Jede Altbausanierung hat ihre eigenen Gesetze, hat ihre eigenen Anforderungen und deswegen kann man das nicht generell sagen, wir müssen alle Altbauten sanieren, sondern man kann es nur von Fall zu Fall entscheiden. In diesem Fall, Festhalle Brühl, haben wir es positiv entschieden. In einem anderen Fall, etwa die Häuser in der südlichen Hauptstraße, mussten wir leider abreißen, um neue Bausubstanz, die den jungen Familien auch entsprechend hilft, gestalten zu können. Mehr als 2000 Menschen besuchten am Eröffnungswochenende die Brühler Festhalle. Aus der guten Stube wurde nach einer umfangreichen Sanierung die schönste Stube der Hufeisengemeinde. Ja, die neue Festhalle, sie steht jetzt wieder den Vereinen, aber auch für unsere Kulturveranstaltungen. Wir sind ja Christian Habekus oder Bülent Ceylan jedes Jahr einmal zu Gast zur Verfügung. Und wir freuen uns, dass dieses Haus so gelungen gestaltet werden konnte. Über 150 geladene Gäste aus Brühl und der Region, darunter viele Vertreter der am Umbau beteiligten Firmen, freuten sich mit dem Bürgermeister, dass die Halle nach mehr als einem Jahr Bauzeit in ganz neuem Glanz erstrahlt. Grußworte sprachen Vertreter der zahlreichen Brühler Partnergemeinden. Ich habe mit meinem Stellvertreter Martin Kohn den langen Weg von der Elbe an den Rhein nicht gescheut, weil wir einfach gespannt waren, die neue Festhalle zu sehen und mit ihnen erleben zu können. In seiner Ansprache hatte Bürgermeister Dr. Göck auf die technischen Neuerungen bei Licht, Ton, Sanitär, Dämmung und Lüftung hingewiesen und betont, dass hier nahtlos an den Neubau im Jahre 1962 und die erste Sanierung im Jahre 1983 angeknüpft worden sei. 2,4 Millionen Euro wurden investiert, um Brühls gute Stube im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Architekt Ingo Schwien berichtete von den Komplikationen der Altbausanierung, was schon beim Abriss der alten Bausubstanz begonnen habe. Nicht nur der strenge Winter habe für eine Zwangspause beim Foyeranbau gesorgt, sondern auch die Materialknappheit in manchen Bereichen.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hatte bei der Eröffnung schon Piano-Kabarettist Franz Josef Faymer für ein kulturelles Highlight sorgen dürfen, ging es in den nächsten Tagen danach Schlag auf Schlag. Bei der Kurpfälzer Nacht nahmen über 500 Kabarett- und Comedy-Freunde aus der Region den Brühler Musentempel in Besitz. Beim Tag der offenen Tür waren mehr als 1500 Besucher neugierig und begutachteten den sanierten Brühler Feiertempel. Vereine und Gruppen lockten mit ihren kurzweiligen Auftritten am Nachmittag immer mehr Gäste in die Festhalle. Mit dem Frauensingkreis, der Concordia und dem Sängerbund traten gleich drei Gesangsvereine auf. Die Jugendmusikschule nutzte die Gelegenheit und präsentierte einem großen Publikum musikalische Leckerbissen. Auch Tanzsport wurde dem begeisterten Publikum dargeboten. Am Ende galt Bürgermeister Göcks Dank seinem Team in der Festhalle und an dessen Spitze Kulturamtsleiter Lothar Ertl, der die Gesamtorganisation dieser drei Tage innehatte. Die Brühler Festhalle. Feiern, Kultur und gute Laune. Rechts und links am Rhein. Imbiss Pizzeria Da Silvio. Anrufen, bestellen, abholen oder einfach liefern lassen. Imbiss Pizzeria Da Silvio. In der Mannheimer Straße 29 in Brühl.